Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der Wochenspruch für diese Woche aus 2. Korinther 5 passt zu meiner Umgebung hier. Wir haben lange genug auf den Frühling gewartet. Jetzt blüht endlich alles. Der Winter ist vergangen, Neues ist geworden. So ist die Umgebung hier so etwas wie eine sinnliche Stütze für etwas, was aber viel mehr ist als das Werden und Vergehen der Natur. Bei der Entdeckung des Glaubens ist nicht mit einem Schlag alles anders. Die Menschen können das auch ganz unterschiedlich erfahren. Bei mir ist es ein langes Wachsen gewesen, ein Wachsen, das bis heute anhält. Das Leben, so hat Martin Luther einmal gesagt, ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein gesund Werden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ja, das macht neu. Dieser Satz ist wie die Aussicht in einen weiten Raum, wie der Blick auf die Blüten des Frühlings. Mir jedenfalls geht es so, dass ich mich innerlich neu fühle und Kraft in mir spüre, wenn ich in diesen Tagen manchmal innehalte und einfach auf die Frühlingsblüten schaue und mir denke, so ist es mit meinem ganzen Leben, wenn ich auf Christus schaue, wenn ich in Christus bin. Nichts kann mich mehr trennen von der Liebe Gottes. Und wenn ich mich ganz auf die Worte des Wochenspruchs einlasse, dann spüre ich es auch in der Seele. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Eine wunderbare Aussicht. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.